zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute haben wir ein Bonus, ja, und zwar den Death Star 2, ja. Death Star 1 hatten wir schon, jetzt haben wir Death Star 2 und wie ihr seht, hier ist auch keine Nummer drauf, das ist ein Bonusteil. Ich müsste lügen, wie man das bekommt, denn man bekommt manche Schiffe bekommt man nur, wenn man bestimmte Sachen erfüllt. Gell? Man muss zum Beispiel per PayPal zahlen, alles schon Vorauskasse, dann muss man dies, man muss das und dann bekommt man immer ein paar Bonusschiffe, ja. Wenn ihr sagt, ich überweise das jeden Monat selber oder so, dann ist das, bekommt man ein Teil nicht, dann wenn man nicht per PayPal macht, bekommt man das Teil nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Death Star 2 war, wenn man per PayPal zahlt oder so. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Und ich weiß auch gar nicht genau, deshalb, die liegen hier ja schon ziemlich lang. Ob es in dieser Reihe war, die ihr jetzt gesehen habt, oder ob das in dem nächsten Paket war, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Weil ich die alle aus den Kartons schon raus habe und einfach daneben hingelegt habe. Ich nehme es jetzt hier einfach mal mit rein, ob ihr es jetzt seht oder später. Gell? Der Death Star 2. So, und hier haben wir das schöne Ding. Sehr, sehr schön. Und, eine Riesenverpackung. So. Und da haben wir... So, genau. Death Star 2. Oh, sehr schön. Oh. Der sah auf den Bildern nicht so schei aus, will ich mal sagen. Ach, so gehört das. Okay. So. sieht aus wie der alte, wie der Death Star 1, den ich euch vorgestellt habe, aber hier haben wir das Ganze noch, ja. Und normal sieht man den dann immer so, gell. Und ich finde das richtig, richtig schön, denn man kann von den Figürchen hier halten, was man möchte. Ich muss aber sagen, ist das noch Metall? Ab und zu, so wie hier, fühlt sich das an, teilweise wie Plastik hier. Was ich schön finde, ist, dass die sich wirklich die Mühe geben, hier ein bisschen ins Detail zu gehen. Ja? Dass man hier wirklich hier verschiedene Schichten auch sieht, ja, und das finde ich persönlich richtig, richtig schön. Einfach ein paar mehr Details, die man vielleicht so im Film gar nicht so mitbekommt, gell. Schönes Teil, muss ich sagen. So, wie machen wir das jetzt? Den setzen wir dann wahrscheinlich so drauf, oder? Ui. Genau. Sehr schön. So. Wir gehen jetzt in die Detailansicht. Wie immer gucken uns das Heftchen an und dann im Detail den Stern, gell? Also, bis gleich und wir sehen uns gleich wieder. Und hier haben wir den Death Star 2, den zweiten Todesstern hier ohne Nummer. Der Bonus. Ja, hier ein paar Infos.
über den zweiten Todesstern, Back to the Death Star 2, ja, aus den neueren Filmen. Dann hier technische Daten, natürlich gleich mehr. Hier ein paar Infos über Palpatine. Da haben wir auch noch mal. Dann hier The Palpatine Stratagem. Eieiei, das sind Wörter. Und hier der Thronsaal. Sehr schönes Teil. Das Modell hat einen Durchmesser von 11 cm und ein Gewicht von 244 Gramm. Nach der Zerstörung des ersten Todessterns begann der Imperator, die Rebellenallianz sehr ernst zu nehmen. Aus diesem Grund war der Bau eines zweiten Todessterns, der größer und mit noch größerer Zerstörungskraft war, für seine Pläne von entscheidender Bedeutung. Der zweite Todesstern ist ein furchterregenderes und mächtigeres Stück Ingenieurskunst als sein Vorgänger und wurde entwickelt, um dem galaktischen Bürgerkrieg ein für alle Mal ein Ende zu setzen. So, und jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Das Modell ist ein DS2 Death Star 2 mobile Kampfstation mit einem Durchmesser von 200 Kilometer. Als Bewaffnung hatte ein Superlaser, 15.000 schwere Turbolaser, 15.000 Standard-Turbolaser, 7.500 Laserkanonen und 5.000 Ionenkanonen. Hier haben wir die oberflächenstädtischen Blöcke. Dann haben wir hier die Superlaser-Brennlinse. Hier haben wir den Äquatorialgraben. Dort ist der Außenrumpf aus Quadaniumstahl. Hier ganz unten der Kommandosektor Süd. Hier der freiliegende Aufbau. Dann haben wir hier der Ionenmotor, aber unvollendet. Dort der Reaktorkern intern. Dann haben wir hier oben den Polargraben. Hier der Kommandosektor Nord. Und ganz oben ist der Turm des Imperators. So, hier ist er nochmal, der Death Star 2. Wie gefällt er euch? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und ich muss sagen, mir gefällt er sehr, sehr gut. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das Außen ist Metall und innen ist Plastik. Dafür, dass das alles Metall sein soll, gell? Ich weiß es nicht, gell? Vielleicht hört ihr das Metall. Plastik? Es fühlt sich auf jeden Fall so an, auch. Naja, ist auch nicht so schwer, gell? Also, wo? Dann schreibt mir unten mal in die Kommentare, wie gefällt er euch? Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.